So, hallo zum neuen Video. Wir sprechen heute darüber, wie du deine Angst vor Kritik loslassen kannst. Es wird jetzt ein schnelles Video, weil ich gleich noch mit meiner Mastermind-Gruppe das Coworking leite. Aber wir schauen einfach mal schnell ins Thema rein. Angst vor Kritik. Und das hat sehr viel auch mit dem Thema Sichtbarkeit zu tun. Sichtbar werden mit dem, was du tust, was du machst, welche Arbeit du machst, mit dem, was du kannst. Und mit jedem Rausgehen, auch wenn ich jetzt dieses Video zum Beispiel drehe, ist da dieses Gefühl, dass Kritik kommen kann. Negativ, positiv. Es gibt ja einen Unterschied. Und was viele meiner Kundinnen herausfordert, ist dabei, diese Angst zu überwinden und trotzdem auf Veröffentlichen zu klicken, auch wenn sie da ist, diese Angst vor der Kritik. Denn das Problem ist, oft diese Kritik fängt gar nicht im Außen an, die fängt in dir an. Das heißt, du selbst fängst erst an, schon mal vorab zu überlegen, was könnten die anderen denn sagen und kritisieren. Und das ist oft dann dieser Punkt, wo du anfängst zu optimieren und in die Perfektion abzugleiten. Und ich kenne das selbst sehr gut. Ich dachte gerade auch, oh, das Bild ist nicht perfekt und nicht, dass die Kameraauflösung nicht so gut ist. Und dachte mir dann, nimm das Video nicht auf. Ich habe nicht mehr viel Zeit, bis das Coworking startet. Nimm das Video nicht auf. Und dann dachte ich mir, nein, ich kann auch mit dir einfach mal 10 Minuten sprechen. Und wir haben ein gutes Thema, was wir durchgehen können. Ich versuche immer wieder, diese Gedanken vorher mal zu sehen, wahrzunehmen und dann zu überlegen, stimmt das denn? Also werden die Leute mich jetzt wirklich angreifen und kritisieren, weil ich ein Video von 8 bis 10 Minuten hochlade? Oder wird das gar nicht passieren? Und das ist eine Sache, die ich dir heute einfach mal mitgeben möchte, die ganz klein ist, aber wirklich ganz viel hilft. Und zwar erstmal, wenn du merkst, du machst etwas, du erstellst etwas, du entwickelst etwas. Ein Angebot oder was Kleineres, du machst einen Beitrag für Social Media oder schreibst einen Blogartikel, Video, egal was. Erstmal zu gucken, bevor du auf Veröffentlichen klickst, was kommen da für Gedanken hoch? Fängt dein innerer Kritiker schon mal an zu überlegen, was er dir sagen könnte, was die anderen sagen könnten. Und dann würde ich mir tatsächlich einen Zettel und einen Stift nehmen und würde mir das einfach mal immer mal wieder aufschreiben. Und du wirst merken, es sind ähnliche Gedanken wahrscheinlich. Wenn du zum Beispiel heute ein Video veröffentlichen möchtest, ist das ähnlich der Gedanke, wie wenn du das in 3 Wochen machst. Und dann wirklich mal zu gucken, ist das, was da steht, denn wahr? Kann das wirklich passieren? Und wenn ja, was würde dadurch passieren? Also nehmen wir jetzt mal an, die Kritik zu, das Bild ist nicht super. Hier, ja? Also die Qualität ist ja nicht so, wie wenn ich eine Hochleistungskamera gerade benutze. Und meine Frage ist, stört es wirklich die Leute? Stört das die wirklich? Und wenn ja, dann werden wahrscheinlich einige jetzt abschalten und sagen, das stört mich. Aber die schalten vielleicht auch ab, weil ich ihnen nicht sympathisch bin, mein T-Shirt sie stört oder sonst irgendwas. Und das ist okay mittlerweile. Früher war das nicht okay, aber mittlerweile schaffe ich es zu sagen, das ist okay. Denn vielleicht sollen wir beide, du, die jetzt noch zuhört, uns unterhalten. Vielleicht sollen wir uns gerade hier kennenlernen. Ja? Dann sind die anderen erstmal nicht wichtig. Okay? Und bei dir ist es genauso. Vielleicht werden sich nicht alle von deinen Sachen angesprochen fühlen, von deinen Inhalten, von deinen Produkten, von deinen Angeboten, von deiner Kunst, von deinen Texten, Videos, egal was du tust. Der Punkt ist, das ist okay. Ja? Und da erstmal dieses Gefühl rauszunehmen, als selbstständige Frau haben wir das ganz oft, dieses Gefühl, wir wollen für alle da sein, wir wollen von allen geliebt werden, wir wollen immer unser Bestes geben, damit alle uns mögen. Und in der Selbstständigkeit darfst du daran arbeiten, das abzulegen. Ja. Und ich weiß, das ist ganz, ganz schwierig und ganz, ganz schwer, auch diesen Gedanken erstmal zuzulassen. Es müssen mich nicht alle mögen. Das ist ganz schwer. Und das braucht auch viel Zeit. Aber das hilft so sehr, diesen Kritiker einfach zu schwächen, leiser zu stellen. Und wenn dann wirklich mal Kritik kommt, dann achte mal darauf, von wem die kommt. Ob dich da jemand einfach nur beleidigen möchte, ob da jemand einfach nur neidisch ist oder ob das von jemandem kommt, wo du sagst,
mit der Kritik könnte ich super gut arbeiten. Denn ganz oft die Menschen, die dich mögen oder sympathisch finden, die wollen dir teilweise ja auch helfen. Und meine Kundinnen geben mir zum Beispiel auch Kritik, aber ganz oft einfach Kritik, die ich super gut umsetzen kann, wo ich sagen kann, damit kann ich arbeiten, das kann ich verbessern, das ist super dafür. Und deswegen nicht immer nur Angst vor Kritik haben, sondern auch vielleicht mal etwas veröffentlichen, was aus deiner Sicht nicht perfekt ist. Und dann zu gucken, vielleicht kommt ja Kritik, die mir weiterhilft, ja. Ich habe zum Beispiel einige meiner Angebote und auch meinen Online-Kurs klar positioniert zur Positionierung, habe ich zum Beispiel im Beta-Format gemacht, damit ich gucken kann, wenn ich mit den Leuten arbeite und die Inhalte nach und nach rausgebe, hilft ihnen das? Und durch diese Kritik, die kam, konnte ich das verbessern und konnte einen Kurs entwickeln, der perfekt für meine Zielgruppe passt, für meine Wunschkunden auch, ja. Und das ist einfach so wertvoll, diese Kritik zu kriegen. Deswegen, Kritik ist nicht immer negativ. Kritik ist nicht immer was, wovor du Angst haben musst, sondern manchmal ist Kritik auch etwas, was dich weiterbringt, ja. Und da wirklich diesen Unterschied mal zu machen und diese Angst zu verlieren. Und natürlich gibt es Menschen, vor allen Dingen online, die sagen, du bist doof, du bist blöd. Ich habe diese Kommentare auch schon viel gehabt. Auch Kommentare, die wirklich auch beleidigend waren. Aber das berührt mich dann im ersten Moment, und dann denke ich mir, Moment. Warum nehmen die ihre Energie überhaupt, um mich zu beleidigen? Was haben die davon? Gar nichts. Eigentlich haben die davon nichts, außer mich zu beleidigen. Und wenn ich jetzt hier mit Beleidigung zurückreagiere, bringt mich das nicht weiter, außer dass es vielleicht durch den Kommentar im Algorithmus ein bisschen Reichweite bringt. ja, aber meistens blockiere ich die dann teilweise auch. Oder macht es dann so, dass ich die Kommentare auch lösche, die sehr beleidigend kritisierend sind. Die lösche ich. Denn ich hatte das mal gehört von einer, die sagte, auch online ist es dein Raum. Ja, du würdest ja auch nicht, wenn du ein Geschäft hast und da kommt jemand rein und der sagt dir ins Gesicht, du bist blöd oder sowas, dann würdest du ja auch nicht sagen, hey, ja, dann komm trotzdem in mein Geschäft rein, dann sei trotzdem hier. Sondern du würdest vielleicht den rausschicken oder je nachdem, wie stark das ist, das Ordnungsamt rufen oder so, ja. Und in dem Fall bist du das einfach. Ja, du darfst Grenzen setzen hier und du musst nicht jede Kritik annehmen. Okay? Aber achte darauf, versuch mal mit weniger Angst vor Kritik rauszugehen und zu gucken, welche Kritik könntest du super gut aber verwenden. Ja, welche Kritik hilft dir vielleicht? Damit kommst du bestimmt ein paar Schritte weiter. Und ich hoffe, dieses kurze Video hat dir vielleicht ein bisschen geholfen, mit Kritik umzugehen. Wenn ja, folgt mir gerne auf meinem Kanal, abonniere mich. Da sind noch ganz viele weitere Videos für selbstständige, introvertierte Frauen, allgemein auch für selbstständige Frauen. Schau dich gerne um und schreib mir in die Kommentare gerne, welches Thema dich noch interessieren würde. Bis bald!